Ja, dann bedanke ich mich mal, dass Sie zu der späten Stunde hier tatsächlich nicht den Zug sausen haben lassen, besser gesagt den Zug sausen haben lassen und hierher gekommen sind. Ich versuche das auch sehr kurzweilig zu machen, sehr schnell zu machen, sodass wir hinterher auch die Zeit haben zu reden. Es geht um agil, klar, wie den ganzen Stream. Es geht aber auch darum, das Ganze zuverlässig zu machen. Und da möchte ich Ihnen einfach ein paar Ideen mal zeigen, wie man das machen kann. Ganz kurz vorab, wer steht hier vor Ihnen? Ich bin klassischer Maschinenbauer. Ich habe praktisch das Ganze gelernt aus der Pike, Ingenieur, bin Mechatroniker, habe Medizintechnik gelernt, 10 jahreslange Projekte. Dort habe ich das Projektmanagement gelernt. Ich habe davor in der Software gefreelanced, in der IT, habe dort Projekte gemacht. Und vor circa 12 Jahren, da gab es sowas wie Internet, das hat gerade angefangen, habe bei so einer kleinen Firma wie 1&1 angefangen, wollte nur programmieren, habe dann angefangen zu programmieren und konnte aber meinen Mund nicht halten. Das ist mein großes Problem. Ich habe dann immer gesagt, Jungs, ihr müsst hier mal richtiges Projektmanagement machen. Habe dann die Aufgabe gekriegt, Project Office einzuführen bei der 1&1. Und da steht es, circa 500 Projekte verantwortet mit 40 Projektmanager. So, und das ist der Erfahrungsschatz, aus dem ich schöpfe. Ich bin immer noch bei der 1&1, dort aber nur noch als Solution Manager, als Feuerwehr, wenn irgendwas schief geht. So, ich habe die Ehre gehabt oder ja, die Möglichkeit, Critical Chain einzuführen bei 1&1. Und jetzt mittlerweile immer mehr Scrum und Agil. Und das, was ich Ihnen zeigen will, ist Best of Both Worlds, beides zusammenzubringen. So, ich traue mich es ja fast nicht, wenn ich die ganzen also die Vorredner gehört habe, dann ist Agil immer super klasse und Friede, Freude, Eierkuchen und die Teams freuen sich und es ist alles gut, der Durchsatz, es ist alles so toll und ich bin Scrum Master. Also ich habe klassisches Projektmanagement gelernt, ich bin aber aktuell Scrum Master und ich kann es wirklich sagen, es ist toll, wenn man sieht, wie die Teams aus sich rauswachsen, wenn dieser Prozess der Selbstorganisation mal rum ist und es anfängt, produktiv zu werden. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Also Friede, Freude, Eierkuchen. Ich traue mich es aber nicht so ganz. Da darf man das aussprechen in einem agilen Stream. Also ich habe vorher schon viele Projekte gemacht und die allermeisten waren richtig erfolgreich. Und dann kam Scrum vor 2, 3 Jahren bei uns auch auf. Und also ich habe fulminant die allermeisten Scrum-Projekte scheitern sehen. So richtig scheitern. Also ich glaube nicht, dass das alles so ist, wie das hier immer schön dargestellt wird. Ich habe es anders gesehen. Ich habe Teams gesehen, die zerfallen und Stakeholder, die unzufrieden sind, Termine, die nicht eingehalten werden. Da gibt es viele, viele Probleme. Und ich sage, das Scrum hat schon ganz ordentlich, jeder hat da ein Päckchen zu tragen. Da gibt es ja ganz viele Rollen, die sind alle schön definiert, aber jeder hat ein Päckchen zu tragen. Und Scrum ist nicht allein, sondern in größeren Organisationen ist ein Scrum immer in irgendeiner Form in ein Projekt eingebunden. So, das heißt, sie haben einen Projektleiter und er braucht irgendein Teil, das in einem Scrum-Team entwickelt wird. So, und was kriegt er zu hören? Boah, wir sind super motiviert, wir liefern alles, was wir können. Aber ganz ehrlich, Projektleiter, it's done, when it's done. Also garantieren kann ich dir nichts. So, und jetzt, wie macht der Projektleiter da einen Plan mit dem? Das geht nicht. Er kann sich nicht drauf verlassen, Hoffnung. Dann haben wir die Stakeholder. In Scrum, da wird dann Muss-Features und Wunsch-Features, da wird ganz viel gewünscht. Und bei den Stakeholdern, meinen Vorständen, Geschäftsführern, da ist ein Wunsch wie eine Zusage. Und hinterher, wenn dann das Produkt abgeliefert wird, gibt es Workarounds und ach, das Feature, das war ein Wunsch-Feature und so. Und ich habe ganz viel Enttäuschung bei den Stakeholdern erlebt, was alles nicht gekommen ist. Okay, also die haben ja Problem. Der Product Owner, der ist irgendwie dazwischen, zwischen Team und den Stakeholdern. Der hat oft ganz viele Stakeholder und die dürfen alle wollen.
Das heißt, er hat da vier Stakeholder und denen ihre Pflicht ist wollen, wollen, wollen. Und seitdem sein Backlog geht immer größer. Und der Scrum Master, der hat nur dieses Burndown-Chart. Das ist das mit der Linie, wo genau endet am Termin. Und wenn er die ganze Zeit drüber ist, dann muss er seinem Chef sagen, ja, wir hoffen doch, dass wir das noch in den Griff kriegen. Ja. Wenn es drunter ist, dann sagt der Chef, so, und jetzt lade mal noch was drauf. Aber so was Richtiges dazwischen gibt es nicht. Es gibt entweder Hoffnung und Katastrophe oder Nachschieben, aber so was dazwischen gibt es nicht. Der Product Owner, ja, der weiß gar nicht, wie viel er ins Backlog packen darf. Und das Team, und das ist was ganz Verrücktes, durch das, dass man gar kein so langfristiges Ziel hat, muss man immer auf diesem Sprint rumreiten. Und am Anfang von dem Sprint, dann müssen die Teammitglieder committen. Die müssen sagen, ja, in diesem Sprint, in den nächsten 14 Tagen kriegen wir folgende Storys gemacht. Ja, und dann müssen die fast mit Blut unterschreiben und so. Und dann geht man in den Sprint rein und scheiße, Murphy, ja, das geht was schief. Und dann hat man ja vorher das Commit geholt und dann geht es in das Review. Ja, und was macht man dann? Also dann muss man ja in irgendeiner Form das Team bestrafen. Ganz subtil, ja, wir geben dir nicht alle Story Points und so und das nächste Mal mach's besser. Und wenn Sie Scrum kennen und das passiert so im dritten bis fünften Sprint, geht einer schief, das ist die Gruppendynamik, fupp, dann machen sie ein Review, wo sie den Leuten mal die Ohren langziehen und hinterher ist die Velocity kleiner. Oder die Storys werden größer, weil das passiert im Team natürlich nur einmal. Und das sind Sachen, die wir immer und immer wieder sehen. Okay, dann holt man sich einen agilen Berater. Es gibt ja ganz viele da draußen. Und ich kann Ihnen das Analyseergebnis vorweg zukommen lassen. Also Sie können das beauftragen, die machen 10 Tage Review und dann steht im Reviewbericht, ja, Sie müssen sich einfach disziplinierter an die Scrum-Artefakte und Regeln halten. Also Sie haben es nicht gut gemacht, Sie haben geschlurrt. Ja, und dann, naja, Sie brauchen einen besseren Scrum-Master und einen besseren Produkt-Owner. Also so geht es halt nicht. Und wenn das alles sogar erfüllt ist und es funktioniert immer noch nicht, dann heißt es, ja, das Unternehmen ist halt nicht reif genug. Die Kultur stimmt nicht. So, und jetzt gehen Sie mit so einem Analysebericht in ein Team und sagen, also du bist schlecht, nicht diszipliniert, du bist nicht gut ausgebildet und die Führung oben weiß eh nicht, was sie macht. Steigert das die Performance von dem Team? Nee, das können Sie vergessen. Ja, also das bringt gar nichts, es wird nur schlimmer. Und ich habe gerne das Einstein-Zitat, Probleme muss man mit anderen Ideen lösen, wie sie entstanden sind. Das heißt, man muss einfach was anders machen. Genau, ich habe ja die Rolle als Solution Manager beim großen Unternehmen. Sie haben, glaube ich, auch die Marke schon erkannt in meinem CV. Dann wäre ich typischerweise in solche Projekte reingerufen, wo irgendwas schief läuft. Das war so ein Software-Monolith, haben eine alte Software abgelöst. Die haben sich ein Jahr im Kreis gedreht, haben schon die vierte Architekturdiskussion hinter sich gehabt. Den Stakeholdern ist dann irgendwann der Kragen geplatzt, viel zu spät. Und wenn der Kragen zu spät platzt, dann ist die Deadline viel zu früh. Der Product Owner hat mittlerweile 4 Backlogs gehabt, damit jeder Stakeholder zufrieden war und es war unheimliche Demotivation und Frust zu sehen. Ich kann nur sagen, ich trifft es regelmäßig, ja, wenn man nicht die besten Leute hat, nicht diszipliniert ist und die Führung, aber das, wo hat man das denn? Also, ich habe dann gesagt, mehr Disziplin, viel mehr Disziplin, wir brauchen bessere Leute und die Kultur stimmt nicht. Nee, habe ich nicht gemacht. Sondern ich habe ja, wie gesagt, ich habe das Critical Change schon mal erleben dürfen, wie das funktioniert. Und die Ideen, die da dahinter steckt, das sind systemische Ideen, die funktionieren auch bei Scrum. Es geht nicht nur um Scrum, das geht auch mit Kanban oder die dritte Generation, von der haben wir hier noch gar nicht geredet, Drum Buffer Rope. Also nach Kanban kommt Drum Buffer Rope. So, aber wenn man dann tatsächlich in das Team reinguckt und mal andere Gedanken zulässt und sich reinguckt, dann ist es immer das Gleiche. Das kennen Sie auch, Sie haben zu viel Arbeit auf dem Tisch und das Urübel im Projektmanagement, egal ob Scrum oder nicht, zu viel Work in Progress.
So, und ich komme aus der Fertigung. Ich habe Fertigungsoptimierung gemacht. Und das schlimmste Wort war, wenn der Fertigungsleiter gesagt hat, wir haben Backorder. Also wir haben mehr Aufträge, die wir nicht mehr schnell genug abarbeiten können. Das war Panik. Warum? Man verliert Umsatz, unzufriedene Kunden. Und die Scrum-Jungs, die haben echt was geschafft. Die haben Marketing studiert. Als erstes haben sie Gedränge als Name gewählt. Also wenn ich immer Gedränge bin, so am Wühltisch, dann kommt nichts vorwärts. Ich weiß nicht, wie man eine Projektmanagement-Methode Gedränge nennen kann, und haben Erfolg gehabt. Und dann haben sie Backorder, eines der schlimmsten Sachen, die es gibt, nämlich Kunden nicht zufriedenzustellen, zum Gral erhoben und haben gesagt, wir haben einen Backlog. Also ich bin Scrum Master, ich finde es cool, das Scrum, aber das ist uncool. Backlog ist Schrott, da liegt das ganze Zeug, gammelt rum, verwelkt, alle möglichen Geschichten. Okay, und was haben wir in dem Team, in dem Projekt gesehen? Massives Backlog. Okay, also man muss ja was anderes machen, wie die anderen. Und ich habe 3 Fragen, wenn ich in ein Projekt reingehe zum Reparieren. Wie schwer ist euer Backlog? Wie groß ist eure Geschwindigkeit? Und das ist die zentrale Frage, ja, wie groß ist eigentlich eure Wahrscheinlichkeit zu gewinnen? So, und plötzlich wäre das Ganze einfach. Sie gehen in das Team rein, wo sie in Schieflage gekommen ist, und das Erste, was sie machen, ist, naja, diese Sprintfokussierung, dieses kurzfristige Hand in den Mund muss man auflösen. Man macht 6 bis 10 Sprints zu einem Release, dann hat der Kunde auch was davon. Der will ja nicht alle 14 Tage irgendwas Kleines, Probliches, sondern der will am Schluss mal was Großes, was wo er gebrauchen kann. Das macht man als Erstes, dann macht man die Stories, den Releases zuordnen. Das geht auch noch einfach, das müssen sie auch nur für das erste Release machen, den Rest können sie dann erst einmal in die Backlog-Müllhalde packen. Dann sieht man, welche Stories fehlen, dann werden die ergänzt, dann werden sie durchgeschätzt. Wir machen mittlerweile Power-Effort-Estimation, das heißt, so 100 Stories in 4 bis 6 Stunden ist gar kein Problem zu schätzen. Geht übrigens nicht mit Planning-Poker, weil dann diskutiert man sich zu tun. Das sind andere Verfahren. So, große Stories werden klein gehackt. Und diese Moskau-Nummer mit diesem Must-Shoot-Wood-Put-Dings, also wo keiner mehr weiß, was jetzt wirklich muss, ist, die tut man über den Jordan schmeißen. Und es bleibt übrig, ist im Release oder ist nicht im Release. Und man will ja mit Stakeholder reden und die können mit den ganzen weichen Dingern gar nichts anfangen, sondern die müssen wissen, drin oder draus. So, und dann macht man eine 3-Punkt-Schätzung, das heißt, man hat dann die Story Points im Backlog, alles schön aufbereitet, und das ist eine optimistische Schätzung, weil im Laufe des Releases kommen neue Stories dazu. Dann lässt man das Team schätzen, mit dem Product Owner zusammen, diskutiert man das, wie viel noch dazukommen dürfen realistisch und wie viel pessimistisch, und dann haben sie plötzlich eine 3-Punkt-Schätzung. Und das gleiche Spiel machen sie mit der Velocity. Da kriegen sie erstmal 5 unterschiedliche Antworten, was die Velocity tatsächlich ist. Also mit und ohne Strafpunkte. Ganz interessant, dann macht man das mal richtig ziehen. Auch da macht man eine Schätzung, was passiert, optimistisch, realistisch, pessimistisch. Und dann hat man auch die Velocity als 3-Punkt-Schätzung. So, und jetzt hat man zum ersten Mal echte Daten. Und jetzt kann man die Erfolgswahrscheinlichkeit ausrechnen von dem Team. Und jetzt kommt ein bisschen Mathematik, aber es ist im Prinzip ganz einfach. Wenn Sie die pessimistische Backlog-Größe nehmen und die pessimistische Velocity, dann kriegen Sie die längste Dauer. Wenn Sie die optimistische nehmen und die optimistische Velocity, dann kriegen Sie die kürzeste Dauer. So, und dann können Sie eine neue Kurve malen, optimistisch, pessimistisch, und das ist der Faltungsoperator. Ich bin ganz erschrocken, dass meine universitäre Mathematik tatsächlich zu was Nütze ist, aber da kann man tatsächlich Wahrscheinlichkeitsfunktionen falten, und wenn man das integriert, dann kriegt man die absolute Wahrscheinlichkeit. So, vergessen, dafür gibt es Excel, ich stelle Excel bereit, wo man das ausrechnen kann, aber das Interessante ist, man kriegt dann so eine Kurve, das ist immer so eine S-Kurve. Und dann trägt man den Termin ein, den die Stakeholder wollen. Okay, das war dann 3%. Besser wie 0. 3%, okay.
So, und dann hat sich das Team überlegt, ja, geht man jetzt da zum Chef und sagt, ja, wir haben 3% Wahrscheinlichkeit. Ja, nee, das macht man nicht. Ja, wir haben ein Problem, wir müssen zum Chef. Wir gehen zum... Nein, das geht auch nicht. Du kannst dem Chef sowas nicht erklären. 3%, 5%, was ist der Unterschied zwischen 43% Wahrscheinlichkeit? Das sieht man ja nicht. Aber jetzt geht es darum, das zu verhandeln. Jetzt muss man das in den Griff kriegen. Und die Idee ist wirklich, auf 80% zu kommen. 80%, dann kriegt man das Ding geschaukelt, der Rest kriegt man gemanagt. So, dann haben wir was, habe ich gesagt, nee, das mit den 3%, da muss ich nicht zum Vorstand. Wir machen das folgendermaßen, wir cutten das Ding, das Backlog so zusammen, bis die 80% rauskommen. Ja, da steht nicht mal viel drin. Ja, ist okay, aber das kann man kommunizieren. Da kann man sagen, guck, das ist das, was fertig wird zu dem Termin und zu den Ressourcen, die du mir gibst. Ah ja, okay, okay. Und dann sind wir zu den Stakeholdern, haben die abgeholt, haben sie gesagt, ja, aber dieses Feature brauchen wir noch, das Feature. Dann haben wir gesagt, ja, klar, kommt noch dazu, weil das sind plus 14 Tage. Ach, das Feature auch noch, plus 3 Wochen. Alles klar, ja, haben sie es verstanden. Also mit diesem Diagramm, mit dieser Berechnung können die zum ersten Mal nachvollziehen, wie Termine zustande kommen. Und sie wissen hinterher genau, was rauskommt. Ja, das macht natürlich Spaß, da muss man dann ein bisschen dranbleiben, aber es hilft ja nichts, die Physik kann man nicht cheaten. Das Ergebnis davon ist, sie haben einen Termin, wo tatsächlich funktioniert, das Team glaubt auch dran, die Stakeholder glauben dran und die Stakeholder wissen ganz genau, was zu dem Termin kommt. Nicht mehr und nicht weniger. Ist doch schon mal cool, oder? Endlich wird die wichtige Diskussion, die man im Scrum immer gern nach hinten verschiebt, endlich mal gemacht. So, aber jetzt geht es ja weiter. Jetzt, das war das Erste, das war die einzige wichtige Information, Work in Progress kontrollieren. Jetzt geht es weiter, jetzt will man ja aber das Projekt on track halten. Statusberichte, Burn-Down-Charts, dann kennt man ja die Ampeln. Wer von Ihnen kennt die Farbe Melonengrün? Na, die Ersten, der Witz ist mittlerweile alt, ich muss mal neu überlegen. Melonengrün, das ist das Außengrün und je tiefer man bohrt, desto roter wird es. Ja. Zufällig haben wir aber was ganz Interessantes gemacht mit dieser Erfolgswahrscheinlichkeit. Da ist ja ein bisschen Reserve beim Backlog jetzt da. Und da ist ein bisschen Reserve bei der Velocity. Und plötzlich hat man einen Projektendpuffer. Man hat eine Reserve. So, und wenn man so einen echten Puffer am Schluss hat, den kann man so ein bisschen drücken und so, der gleicht zwar bestimmte Sachen aus, also ein Projekt ohne Puffer würde ich nie machen. So, und plötzlich wird was Einfaches. Also Melonengrün ist Schrott. Ich habe das letzte Mal eine Untersuchung gesehen von einer großen Firma und die haben festgestellt, dass 85% ihrer Projekte zu spät kommen. Wenn man genau hinguckt, ist das gar nicht so unüblich. Und dann haben sie gezählt, wie viele rote Ampelprojekte sie haben. 5%. Also das funktioniert nicht. 5% rote Ampeln, aber 85% verschoben. Ich würde der Ampel nicht trauen. Wenn sie aber so einen Puffer hinten haben, dann haben sie plötzlich eine objektive Ampel. Und ich bin mir sicher, dass alle das gleiche Gefühl haben für die Ampel. Wenn sie so einen Burndown haben und so einen Berg abarbeiten und sie kommen schneller, der Fortschritt ist schneller wie der Pufferverbrauch. Welche Farbe ist das? Wer ist für rot? Also mehr Fortschritt wie Pufferverbrauch, ist das rot? Ist es grün? Hand hoch. Das ist eine Ampel. Jeder versteht sie. Also Fortschritt, schnellerer Burndown wie Pufferverbrauch ist grün. Umgekehrte ist rot. Dazwischen gibt es noch gelb, aber nur ganz kurz. So. Okay, das kennen alle Scrum-Leute. Das ist das Burndown-Chart. Ja, also das sind so zwei Stories. Das ist die Burndown, das ist die Estimated Time to Complete hier. Und das ist das, was man zugesagt hat den Stakeholdern. Das ist ein bisschen weiter, das ist ein bisschen Puffer. Und dann definiert man Puffer, so 30% rum. Und da ist jetzt zum Beispiel in dem Beispiel 25% Pufferverbrauch und 30% Fortschritt. Ah, das ist schon ein bisschen, da muss man jetzt schon mal ein bisschen gucken. So, damit haben sie die Ampel und mit der Ampel wird gesteuert. So, jetzt nur so als Beispiele. Das war jetzt nach dem zweiten Sprint, alles noch schön in dem grünen Diagramm, rot. Da ist was schief gelaufen. Meistens nach dem zweiten, dritten Sprint sieht man, was man wirklich machen muss. Danach reißt man sich zusammen, hat noch ein bisschen was gefunden an Reserven.
geht wieder ins Grüne. So, und das ist der Pufferverbrauch in dem Diagramm und das ist der Fortschritt. Und alles läuft von links unten nach rechts oben. Also wer Critical Chain kennt, kennt das Diagramm, super Sache. So, das geht immer weiter so. Und ich habe ein ganz typisches Diagramm gemalt, das ist das Hallo-Wach. Die meisten Diagramme gehen zuerst mal ins Rot, dann sieht man, was man machen muss, dann fängt sich das Team und macht Buffer Regain. Das ist das Diagramm vom Beispiel, hier haben wir Reliable Scrum eingeführt und dann passiert was ganz Verrücktes. Plötzlich werden die viel schneller. Warum? Weil endlich ist mal der Auftrag klar. Endlich wissen sie, wo der Leuchtturm ist. Wir haben ja nämlich, by the way, Auftragsklärung gemacht. Die Stakeholder wissen, was sie bekommen. Die lassen das Team in Ruhe. Plötzlich können die schaffen. Wir haben endlich echte Transparenz, also nicht so Pseudotransparenz, sondern echte. Und der Product Owner kann managen. Das heißt, wenn er zu lang im Grünen ist, und das hat er an der Stelle gemacht, der hat das Projekt um 13% verkürzt und hat noch ins Backlog Stories reingepackt. Und danach sieht man, oh, ja, aber wunderbar, ist mit Puffer ins Ziel gegangen. Das ist doch ein cooles Reporting, oder? Einfach, sofort, eingänglich und es hilft vor allen Dingen dem Team und vor allem dem Produktmanagern zu beurteilen, ist er on track, kann er noch was dazu, muss er was rausmachen, ist die Velocity richtig, mache ich die richtigen Maßnahmen. So, und das Allerwichtigste ist, die Angst ist raus. Die Teams wissen, sie haben einen Puffer, die können befreit aufspielen. Und das ist das, was es wirklich bringt. Plötzlich leuchtet es in den Augen. Endlich dürfen sie in Ruhe arbeiten. Also, nichts mit Disziplin. Die haben alle ein Interesse dran, dass aufgeräumt ist und dass sie wissen, wo sie stehen. Das macht Schnipp und sie haben ihr Backlog sortiert. Das funktioniert mit ganz normalen Menschen. Sie brauchen keine Superheroes. Plötzlich hat der Produktmanager die Werkzeuge, die er braucht und das Team. Und man muss nicht die Kultur der Stakeholder und des Unternehmens verändern. So eine Ampel versteht auch ein CTO oder ein CIO. Das versteht auch ein Produktmanager. Plötzlich wird es zuverlässig, man hat ja einen Puffer. Das macht es ganz einfach, Reliable Scrum in Programme oder Projekte zu integrieren, weil man sich darauf verlassen kann, dass das Ganze läuft. Reliable Scrum, zwei Sachen, Work in Progress unter Kontrolle bringen, echt verhandeln und das Diagramm, that's it. Cool, oder? Gut. Eigentlich müsste jetzt die Frage kommen, gibt es das nur für Scrum oder gibt es das auch für Erwachsene? Also Scrum ist ja Produktion, das ist ja im Klein-Klein, sieben Mann und so. Aber ich will ja auch mal was Großes machen. Das gibt es auch für Erwachsene. Das heißt dann Critical Chain und es funktioniert auch für ganze Projektorganisationen. Ich mache jetzt keinen Critical Chain Vortrag, das wissen Sie alle von mir, dass ich da begeistert bin davon. Aber eine kleine Hausaufgabe, Google aufmachen, Critical Chain Erfolge eingeben, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel das Ding schon nutzen und was da alles geht mit und wie groß die Organisationen sind. Und dann guckt man einfach mal, was Sache ist. So, und eigentlich ist das erste Anfang. Ich habe ja versprochen, dass es plötzlich zusammenpasst. Jetzt kann man plötzlich Scrum oder Kanban oder Drum Buffer Rope zuverlässig machen und ins Unternehmen integrieren. Und wenn man dann Critical Chain noch dazu packt als Unternehmenssteuerung, dann kriegt man sowas Interessantes. Links unten Speed, die Projekte werden schneller, auch die Scrum-Teams werden schneller. Oben die Uhr, Präzision, Zuverlässigkeit, man kann sich drauf verlassen. Da entsteht Vertrauen interessanterweise. Und das in der Mitte, das ist ein Obst, das steht für Innovation, so eine kleine Firma. Also das gibt es auch für Große. Und das war's. Recht schönen Dank. Ich habe, glaube ich, nicht zu viel versprochen, dass es sinnvoll war, den einen oder anderen Zug sausen zu lassen. Ich glaube, wir haben hier ganz vernünftige, praxisnahe Inhalte mit einem auch nicht zu unterschätzenden Unterhaltungswert kombiniert gesehen. Gibt es dazu noch Fragen? Ganz hinten in der letzten Reihe. Jetzt wieder die sportliche Herausforderung für den Moderator. Also ich nutze das noch ganz kurz. Ich habe hier noch so kleine USB-Sticks.
Also da steckt alles drauf, da steckt noch mehr drauf, noch viel Information. Ich habe leider nur eine Handvoll, aber wer will, darf nachher tauschen gegen Visitenkarten. So. Schönen guten Tag. Aus meiner Historie bei der 1&1 weiß ich, dass das mit dem Scrum und den agilen Werten am Anfang deutlich auseinanderging. Absolut. Hat sich das verbessert oder ist das jetzt trotzdem Scrum, aber nicht agil? Rechnen kann man viel, aber eigentlich möchte man Scrum machen, um agil zu arbeiten. Die 1&1 ist erstmal groß. Ich spreche hier für den Bereich Hosting, in dem das passiert. Das Interessante ist, dieser Kulturclash, den Sie beschreiben, der kommt viel aus dem Misstrauen und Unzuverlässigkeit her. Und was wir entdeckt haben, jetzt nachdem die ersten Projekte so gemanagt sind, dass es plötzlich diesen Kulturclash nicht mehr gibt und Agilität noch viel stärker angenommen wird und viel einfacher akzeptiert wird wie vorher. Also wir haben da tatsächlich schon größere Erfolge jetzt damit gefeiert und plötzlich kommt das Vertrauen von der oberen Führung und dann ist viel einfacher zu sagen, ja, wir machen jetzt hier agil. Aber das ist noch keine so ewig lange Entwicklung. Also das ist jetzt Ende letzten Jahres sind die ersten Projekte davon gestartet. Ich könnte mich mit ein paar Sachen mit Ihnen jetzt streiten und Grundsatzdiskussionen führen. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich die Product Owner Rolle habe und Sie Scrum Master. Das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Was mich aber jetzt interessiert hätte, Scrum ist ja eigentlich eine Methode, um auch sehr gute Termineinhaltung zu erreichen. Meine Erfahrung ist, dass man eigentlich auf Termin geht und immer den Scope so zusammenstreicht, dass man einen Termin hält. So habe ich Scrum kennengelernt und so habe ich es auch recht erfolgreich kennengelernt. Und okay. Die Hauptproblem ist eigentlich, dass man nie so genau weiß, welchen Scope man rauskriegt. Das war ja einer der Punkte, genau. Die Stakeholder, kriege ich meine Features auch alle rein. Ja. Ich hatte mir eigentlich gedacht, das Thema Critical Chain adressiert aber eigentlich das gleiche Problem, wieder die Terminanhaltung noch zu verbessern, dort wo sie in Gefahr ist. Den Scope habe ich aber jetzt immer noch nicht im Griff. Oder habe ich da was übersehen? Den haben Sie jetzt tatsächlich auch im Griff, weil Sie starten mit einem initialen Backlog und Sie haben ja einen Puffer. Einen tatsächlichen Zeit- und Aufwands- und Effort-Puffer. Und dadurch können Sie sicherstellen, dass der am Anfang zugesagte Backlog-Umfang tatsächlich auch wirklich kommt. Zu dem Termin, mit den Ressourcen und das zugesagte Backlog. Das war nämlich eine sehr unbefriedigende Situation. Also nicht nur die Zeit ist ins Scrum fix, sondern auch die Ressourcen. Also Budget kann man auch nicht überschreiten. Aber es war einfach immer der Fall, das kannibalisiert wurde und Workarounds. Und das ist so frustrierend, wenn man tatsächlich eine Kampagne machen will. Das war nicht erträglich für die Stakeholder. Aber durch das, dass ein Puffer da ist, wird der Scope eingehalten. Noch weitere Fragen? Merken Sie sich, wo die Hände hochgehen? Das sind die Interessenten, die würden vielleicht auch gerne einen Stick Mitte, haben. Mitte und außen. Puffer, also pro Sprint wird kein Puffer mehr reingebaut. Wie viel Prozent Puffer haben Sie eingebaut, war die Frage. Also der reale Puffer ist so ungefähr 20%. Der reale. Zur Steuerung nimmt man meistens 33%, das kann man frei wählen, aber real war 20% am Anfang und dann haben wir, wie gesagt, das Projekt noch um 10% verkürzt, also real netto war es nicht viel, 10% vielleicht. Und das ist so typisch, also bei Scrum, bei Critical Chain, da kann man viel mehr rausholen, aber bei Scrum ist die Reserve nicht ganz so groß. Also da 10% Puffer, 15% ist dann schon okay. Eine Hand, sagten Sie gerade noch, war nicht in der Mitte, sondern keine mehr. Ich möchte auf eine Situation nochmal zurückkommen, als Sie von einem Unternehmen berichteten und sagten, ca. 5% rote Ampeln und am Ende kamen dann ca. 85% verspätete Projekte raus. Sie sagten, die Situation ist nicht untypisch, das glaube ich durchaus auch, vielleicht nicht so sehr quantifiziert, aber dass diese beiden Zahlen, die eine eher niedrig, die andere eher hoch ist und nicht zusammenpassen, das ist glaube ich durchaus typisch. Ja, jetzt mache ich es mir aus Manager-Sicht mal ganz einfach. Ich kann jetzt kein Scrum, ich will auch kein Scrum,
sondern ich hole mir lediglich meine Listen und sage, bei welchen Projekten habe ich denn das Delta? Wer hat denn am Ende zu spät abgeliefert und bis 5 Minuten vor Ende aber noch grün reportet? Und genau die Leute hole ich zu mir, zu einem, nennen wir es Motivationsgespräch, Personalgespräch. Mehr Disziplin. Wie auch immer ich mich mit den Leuten unterhalte. Das, da gibt es jetzt die beliebigsten Kombinationen aus Motivation oder Drohung. Was würden Sie denn sagen, was Ihre Methodik oder Ihre Arbeitsweise dem von mir gerade vorgeschlagenen klärenden Gespräch deutlich voraus hat? Und zwar der Zeitpunkt. Wenn Sie ein Drittel Puffer haben oder 20% Puffer haben und das Team schlurrt oder arbeitet nicht wirklich vorwärts, dann sehen Sie in kürzester Zeit, wie der Puffer verbraucht wird. Also dieses Diagramm wird ja wöchentlich, zweiwöchentlich geupdatet. Das heißt, wenn Sie 4 Wochen Puffer haben, dann sehen Sie nach spätestens 4 Wochen das, was schief läuft. Das ist dieses Hallo wach, das ich Ihnen gezeigt habe. Und es ist ganz typisch in einem Projekt, wo eine Führungsschwäche vorliegt, wo irgendwas faul ist, wo der Auftrag nicht geklärt ist, sehen Sie in dem ersten Drittel das, was schief läuft. Und es ist viel schneller wie in den klassischen Werkzeugen. Sie sehen also genau das Gleiche, aber zu einem Zeitpunkt, wo es Ihnen auch noch was nützt. Absolut. Gut. In diesem Sinne, da keine mehr Fragen mehr waren, wir sind etwas vor der Zeit. Schönen Dank für den Vortrag, schönen Dank für die Inhalte, schönen Dank auch für den Unterhaltungsanteil innerhalb Ihrem Vortrag. War sehr lebendig und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alle eine gute Heimfahrt und bedanke mich bei Wolfgang Müller. Und ich bedanke mich bei Ihnen.